Bis auf die Musik in Perspekt am Morgen. Wo geht die Lallabude hier aus? Moment. Eieieiei. Da muss ich mal nachjustieren. Ja, ein wunderschöner Sonnenaufgang. Wir setzen uns jetzt in Bewegung hier vom Hahnenhof. Und Firma Kurt ist auch mit vertreten, mit dem Thomas hinter mir. Cedric, diesmal mit dem anderen kleinen Schwarzen, mit dem Bruder sozusagen. Und, Lämpchen an, Moment. Lämpchen an, ganz wichtig. Zacki. Heute nicht mehr möglich mit dem Kippschalter. Man muss schon mit dem Fernseher spielen können, mit dem Mäusekino. Ja, und wir setzen uns in Bewegung und ich weiß, der Willibald hat mich eben auch kontaktiert. Schönen Gruß, lieber Willibald, schönen Gruß nach Bayern und überall hin in ganz Deutschland, weil überall setzen sich wieder Traktoren in Bewegung. Ich habe jetzt dummerweise meinen Handyhalter nicht montiert. Moment. Den müsste ich nochmal, oder ich schalte jetzt mal um. Ich habe hier noch einen Handyhalter, den originalen von Fendt. Alles ein bisschen eingefroren, glaube ich, morgen. So geht's doch. Ne? Jetzt kann ich mich mal im Spiegel betrachten. Die Frisur sitzt. Also wir fahren jetzt nach Rommerskirchen zu Andrea Zink-Nürselen. Da freue ich mich schon auf, wir haben schon den Gangerl nicht mehr gesehen. Da haben wir früher Rüben geladen. Festmachen, Zuckerrüben verladen. Jetzt hat sich das WLAN noch mal kurz eingeschaltet, aber jetzt immer außer Reichweite. Jetzt wird es eigentlich funktionieren. Mäßig ist, weil wir mit den Traktoren, wenn ich gerade Demonstration ist, zu 90% auf unseren Flächen fahren, über unsere Feldwege fahren und die Straßen äußerst selten benutzen. Das ist jetzt die Zeit, wo hier die ganzen Schulbusse auch lang fahren. Das ist ein LKW. So, ist ein bisschen enger hier im Dorf, da muss man die Rücksicht schon 500 Meter vorher planen, um zu wissen, wo man in welche Lücke fahren kann. Ja, und es war ja bis jetzt für mich ein voller Erfolg. Mir war von vornherein klar, dass die sich nicht die Blöße geben werden. Und hier wird abgewunken schon im Dorf. Also, dass sie sich nicht die Blöße geben werden und alles zurücknehmen werden, das wird eine harte Nuss sein, die zu knacken gilt. Aber das ist auch gar nicht das, worum es uns allen geht. Es geht um den generellen Umgang mit uns in der Landwirtschaft. Nicht nur in der Landwirtschaft, generell mit der Bevölkerung. Egal, mit wem man spricht, jeder ist unzufrieden. Keiner wird mitgenommen. Keiner versteht mehr die Politik. Keiner versteht, dass wir sparen sollen. Und dann finanziert man Fahrradwege hunderttausende Kilometer weit weg von uns. Ich bin froh, dass es noch keine Aliens gibt hier oder entdeckt wurden, weil ich bin mir sicher, selbst da würde dann irgendwas gefördert werden von uns hier in Deutschland, irgendwo in der Galaxie, fernab von uns. Und das kann es nicht sein, weil wir müssen, wenn es hier nicht gut läuft und wenn das Geld dann mal nicht da ist, vielleicht auch einfach mal uns an die eigene Nase packen. Da meine ich nicht uns mit, sondern die Regierung und einfach mal gucken, wo kann ich denn sparen? Welche Ausgaben sind denn unnötig? Ist China wirklich noch ein Entwicklungsland, dass wir da Millionen hinschicken müssen? Und so weiter. Das muss auf dem Prüfstand und nicht den einfachsten Weg gehen. Einfach sagen, so, ihr bezahlt jetzt hier mal ein bisschen mehr Steuern. Das wird nicht funktionieren. Bei der Inflation, die wir gerade haben, bei der Planungsunsicherheit und selbst wenn die Bauern mal ein gutes Jahr jetzt hatten oder auch zwei, wenn es vorher schlechte Jahre waren und man hat auf einmal einen Gewinnplus von 45%, wenn ich vorher nichts verdient habe, dann ist es auch nicht allzu viel, was ich dann verdiene. Also das passt alles nicht. Man muss viele Jahre erstmal wieder ausbügeln, die vorher schlecht waren, wo man viel Minus gemacht hat. Und das ist in der Landwirtschaft alles nicht so einfach. Dann habe ich irgendwo gelesen, ja, dann wird eben das Mehl 1 Cent teurer. Und da kann ich auch nur sagen, dem ist nicht so. Getreide wird an der Börse gehandelt. Das Getreide, was für uns hier verbacken wird, zum Teil
kommt von weit weg, wenn es da eben günstiger ist, inklusive Transport bis hier bei euch auf dem Teller. Das heißt, wenn wir hier die Preise erhöhen, unsere Produktionskosten erhöhen, kann es sein, dass dann eben die Mühlen ihr Getreide aus der ganzen Welt einkaufen, die dann völlig CO2-neutral die tausenden Tonnen an Getreide mit Schwerölpumpern hier nach Deutschland bringen lassen, was natürlich völlig wahnwitzig ist, völlig am Ziel vorbei, wenn man auch bedenkt, dass wir hier unter besten klimatischen Voraussetzungen mit besten Böden hohe Erträge produzieren können, dann muss man in anderen Ländern mit eben genau dem Gegenteil, wo die klimatischen Bedingungen nicht gut sind, wo die Böden auch schlechter sind, um die gleiche Menge zu produzieren, viel mehr Hektar Getreide anbauen, als wenn man das hier machen würde. Und das ist alles absolut widersinnig. Absolut widersinnig. Das fällt aber nicht nur uns auf die Füße, die gesamte Industrie, der ganze Mittelstand, ihr wisst das, die Energiekosten, die hier so extrem hoch sind, unsere sozialen Standards, da stehe ich voll dahinter, dass es hier so hoch ist, aber auch die Lohnkosten, alles das macht hier die Unternehmer nicht mehr konkurrenzfähig mit dem Ausland und dementsprechend sind auch viele hier, die ihre Koffer schon gepackt haben, wenn sich hier nichts ändert. Und hier in Deutschland Geld zu investieren, das kommt einer Fehlinvestition gleich, weil ich ein hohes Risiko eingehe, keinen Umsatz mehr zu machen, weil die teuren Produkte aus Deutschland keiner mehr kauft, sondern natürlich aus den Ländern, wo es günstig ist. Also das gleiche Prozedere passiert nicht nur uns Bauern, sondern ist im Allgemeinen zu erkennen gerade. Es gibt ja auch Statistiken, wie viele Milliarden schon abgewandert sind aus Deutschland, wie viel zugewandert sind. Da hat der Herr Scholz sich auch mal übelst verhaspelt. Und das sollte man dringendst zur Kenntnis nehmen. Aber bei der aktuellen Regierung weiß ich nicht, ob man mit solchen Zahlen überhaupt was anfangen kann. Man hat es ja auch nie gelernt zum Teil. Und wenn ich Autor bin und Erzieher oder sonstiges, dann ist es im normalen Leben nicht möglich, einen Job zu erfüllen, bei dem ich keinen Sachkundenachweis habe oder eine Ausbildung, je nachdem, was gefordert ist. Das ist nur in der Politik möglich. Und das ist das Schlimme, was hier gerade läuft. Und deshalb gehen wir auf die Straße, um nochmal dahin zurückzukommen. Und es sind natürlich Arbeitsplätze, die hier fahren, die alle gefährdet sind. Aber die schlimmste Gefahr ist für mich der soziale Frieden, der hier gefährdet wird in Deutschland. Wenn Lebensmittel und das tägliche Leben nicht mehr finanzierbar ist, dann frage ich mich, was passiert hier in Deutschland? Wie es mal ein Berufskollege schön ausgedrückt hatte, wir haben euch 75 Jahre Frieden geschenkt und das ist alles in Gefahr jetzt hier. Und wer jetzt sagt, ah, Wipper führt Rede vom Umsturz, nein, da habe ich noch nie einen Gedanken dran verloren. Ich kenne auch keinen und ich kenne eine ganze Menge Berufskollegen. Das wird uns ja immer schön in den Mund gelegt, genauso wie irgendwelche Rechtslastigkeiten. Aber mittlerweile hat man es verstanden, wie das System hier funktioniert, um uns Landwirte immer wieder in die Irrelevanz zu treiben, mit solchen Äußerungen und mit solchen medialen Darstellungen. Und deshalb habe ich mich so gefreut, das, was gestern passiert ist, das, was jetzt wirklich offiziell verkündet werden darf, ist eben, dass Christian Lohmeier heute Abend bei Markus Lanz sitzt. Und das war für mich persönlich jetzt der größte Erfolg, den die Demos gebracht haben. Weil das, was hier im Argen ist, in der Landwirtschaft, ist ja mittlerweile übertragbar auf die ganze Wirtschaft. Dass das den Leuten jetzt mal nicht nur über Social Media, sondern über die normalen Medien näher gebracht wird. Das ist einfach wunderbar und da kommt jetzt auch keiner mehr dran vorbei. Und ich habe heute Morgen noch einen Zeitungsartikel von der Berliner Zeitung zugeschickt bekommen, dass Elon Musk zum Beispiel die Demonstrationen unterstützt, die Bauerndemonstrationen. Das heißt, die Medien kommen nicht mehr dran vorbei, darüber zu berichten. Und wenn ein Elon Musk sowas sagt, hat das Gewicht und das
ist das Krasse, was gerade passiert, dass durch diese Gewichtung keiner mehr dran vorbeikommt, sich mit der Landwirtschaft, mit den Problemen auseinanderzusetzen. Und der Beste, der es in kurzen Sätzen prägnant erklären kann, das ist unser Christian Lohmeier. Wir haben überlegt, heute Abend vielleicht Public Viewing zu machen. Was heißt heute Abend, heute Nacht? Da müssen wir mal gucken, ob wir eine Location finden, wo wir uns vielleicht treffen können bei dem Lecker Kölsch, um gemeinsam Markus Lanz zu schauen. Und nochmal ganz wichtig, hier, Leo Wirtz, der Mittelstand, die Unternehmer, die stehen uns alle im Rücken, aber nicht nur die, ihr Privatleute auch. Ihr wisst auch, was die Stunde geschlagen hat. Ihr merkt es am Warenkorb, den ihr mit immer mehr Geld bezahlen müsst, weil immer irrwitzigere Steuererhöhungen stattfinden, wie die kryptische Steuer, ich sage immer extra kryptische Steuer, CO2-Steuer. Das ist der helle Wahnsinn, was hier gerade stattfindet, wie im Mittelalter. Am besten benennen wir auch noch irgendwelche Götter, für die wir, denen wir huldigen müssen und vor den Altar unsere Gaben legen müssen. Da sind wir nicht mehr weit von entfernt. Der aktuelle Gott ist der Klimawandel, der eben nicht greifbar ist, aber dem wir als kleines Deutschland unsere volle Zuwendung geben müssen. Und die anderen lachen sich alle kaputt. Ja, liebe Paula, falls du zuschaust, ich bin jetzt bei dir an der Schule. Paula ist immer noch krank. Aber der kleinen Maus geht es jetzt schon besser. Und die war ganz traurig, dass ich wieder weg bin. Und sagt mir mehrfach am Tag, dass sie mich vermisst. Hier ist Polizei, winkt auch. Das sind unsere Freunde. Und ich möchte mich da auch nochmal bedanken bei der Polizei für diesen tollen Umgang miteinander. Und es wurde gerade nochmal gewunken. Das ist einfach Wahnsinn. Und wenn man mit den Polizisten mal privat spricht, die würden am liebsten mit uns demonstrieren, weil sie es auch satt sind. Und mir hat doch letztens einer erzählt, dass diese Aufklärungsarbeit, wo jetzt welcher Anschlag geplant ist und so weiter, gar nicht mehr von der hiesigen, ja, vom hiesigen Staatsschutz mitbekommen wird, sondern dass die Informationen fast immer aus dem Ausland kommen. Da muss man sich auch mal stark Gedanken machen, wieso das so ist oder ob wir hier nicht irgendwas falsch machen gerade. Das kann es ja auch nicht mehr sein, dass wir demnächst nicht nur unsere Lebensmittel aus dem Ausland kriegen, sondern auch unsere Sicherheit auf Weihnachtsmärkten oder beim Kirchgang davon abhängig sind, was der Geheimdienst aus dem Ausland so mitkriegt, weil er eben anders ermitteln kann als hier unsere Staatsschützer in Deutschland. Und das hat mich echt schockiert, diese Aussage. Die Aussage ist nicht aus der Luft gegriffen gewesen, weil mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Aber das könnte man als Journalist ja auch mal hinterfragen, wo kam die Information her? Das wäre doch mal ein interessantes Themenfeld. Ja, ich bin heute nicht mit Fahrrad unterwegs, also ich habe kein Fahrrad dabei. Und ich sehe irgendwas mit Insekten. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Insekten gehabt wie dieses Jahr oder wie letztes Jahr. Durch die Feuchtigkeit, wenn wir trockene Jahre haben, haben wir keine Insekten. Haben wir feuchte Jahre im Frühjahr auch schon, dann ist die Insekten Population extrem hoch, und das werden mir hier auch die Motorradfahrer bestätigen. Die Autos heutzutage haben ganz andere CW-Werte als früher unsere Wandschränke, mit denen wir durch die Gegend gefahren sind, dass man da kaum noch was auf der Windschutzscheibe findet, erklärt sich von selbst, aber als Motorradfahrer hast du immer noch den gleichen CW-Wert. Und ich denke, ich bin nicht viel Motorrad gefahren, weil es eben immer schlechtes Wetter war, und wenn gutes war, musste ich im Feld arbeiten. Aber wenn ich gefahren bin, musste ich tatsächlich mein Visier auch ständig reinigen. Aber das sind Zusammenhänge, die erschließen sich ja nicht den Menschen, die
es eigentlich im Leben nie interessiert hat. Und interessant finde ich auch die Studien, die es dazu gibt. Da sind so viele Fehler drin, statistische Fehler auch. Und ich hatte Statistik in der Uni. Wenn ich mir das geleistet hätte, hätte ich Statistik nie bestanden. Unglaublich. Ja, wir fahren jetzt die alte Venloer Straße Richtung Rommerskirchen. Von Rommerskirchen geht es Richtung Warnikum. Und dann sind wir erstmal am ersten Treffpunkt. Da gibt es jetzt Kaffee. Und von da aus geht es dann gesammelt Richtung Düsseldorf. Und ich kann nur nochmal wiederholen, ich wünsche allen Kollegen, egal wo in Deutschland oder vielleicht wird ja im Ausland auch gerade demonstriert, viel Erfolg und lasst uns weiter ein Beispiel dafür bleiben, wie man demonstriert, wie man gesetzeskonform demonstriert, verfassungskonform, demokratisch das Demonstrationsrecht anwendet. Und das ist uns bestätigt worden gestern vom Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft, der ganz tolle Worte gefunden hat und unsere Demonstrationen mit sehr, sehr gut bewertet hat und aber auch krasse Worte den Grünen gegenüber gefunden hat, die im Vorfeld schon probiert haben, uns zu diskreditieren, unseren Berufsstand wieder ins rechte Licht zu rücken. Und genau das ist demokratiefeindlich, was hier gerade passiert. Nicht von uns, sondern von denen, die uns in frühen Jahren schon, auch in frühen Jahren meiner Kindheit gezeigt haben, wie man eben nicht demonstriert, indem man Polizisten verletzt, Grenzen überschreitet, die Menschenrechtsgrenzen überschreitet, das Grundgesetz eben nicht achtet und mit Gewalt probiert, auf sich aufmerksam zu machen. Und da muss mal der klare Unterschied dargestellt werden. Das habe ich schon frühzeitig gemacht, einfach mal gepostet. Man soll doch mal Vergleiche ziehen von unseren Demos und den Demos von den Kritikern, die uns jetzt kritisieren. Da findet man genug drüber. Tja, so sind wir Landwirte. Wenn ich sehe, an was für Ackerflächen ich hier gerade vorbeifahre, hier sind die besten Böden. Rommerskirchen, Gelbacher, Begriff. Hier sind die Bodenpunkte am Maximum angesiedelt. Und wer hier nicht versteht, dass wir hier die Lebensmittel in der besten Qualität produzieren können, ohne viel CO2 zu produzieren, also das, was ihr nicht haben wollt, tut es mir wirklich leid, der hat von Betriebswirtschaft, von Makroökonomik überhaupt keine Ahnung. Das Schlimme ist ja auch, wenn man jetzt den Diesel teuer macht, aber gleichzeitig biologischen Anbau fordert, was die Grünen ja machen, dann tritt man den Leuten, die eben biologisch anbauen wollen, in den Hintern, weil die Feldüberfahrten wesentlich mehr sind, als wenn man mit Pflanzenschutzmitteln arbeitet, mit denen man dann eben die, man darf ja nicht Unkräuter sagen, Beikräuter in den Griff kriegen kann. Eine Feldspritze mit 27 Metern, mit, ich weiß nicht, es geht ja bald bis 50 Metern, fährt mit geringem Kraftstoffverbrauch pro Hektar übers Feld und kriegt das Problem in den Griff. Oder ich muss mit einem Striegel fahren übers Feld, der dann vielleicht, wenn man Glück hat, 6 Meter breit ist, braucht viel Kraftstoff und die Überfahrten muss ich mehrfach machen, um das gleiche Problem in den Griff zu kriegen. Genauso ist es, bevor man aussät, dann muss eben der Boden öfter durchwühlt werden, wenn ich biologisch wirtschafte. Das ist negativ auch zudem für die Bodenbrüter, für die ganzen Feldhasen und so weiter, weil jedes Mal angegriffen werden durch die Zinken, wo man das im seltensten Fall überleben, die Nester zerstört werden, Feldlerchennester zum Beispiel. Und das ist alles so dermaßen widersinnig und es wurde anscheinend nie abgewogen, was ist der Vorteil und was ist der Nachteil. Und
wenn man das mal mit einem normalen Landwirt. Ich habe hier gerade einen Anruf von einem, der mitfährt. Moment, ich gehe mal kurz dran. Das war der Daniel van Balsford aus Köln-Lange. Eine wichtige Info an die Reitanlagen hier aus der Ecke. Da ist heute Nacht probiert worden einzubrechen in die Reitanlage, um Sättel zu klauen. Wahrscheinlich um Sättel zu klauen. Und es ist Gott sei Dank misslungen, weil die Hunde angeschlagen haben. Und ein Mitarbeiter da auch in der Wohnung wohnt und dementsprechend aufgestanden ist und nachgeschaut hat und das Auto noch hat wegfahren sehen, allerdings ohne Licht, deshalb konnte er kein Kennzeichen erkennen. Also Vorsicht hier in der Kölner Region, Sattelklau ist ja im Moment wieder voll in Mode. Auch bei uns an der Burg ist eingebrochen worden. Wir haben jetzt nochmal unser Sicherheitskonzept überarbeitet, haben nochmal fleißig investiert in Alarmanlagen, in Kameratechnik. Wir hatten auch vorher schon Kameratechnik, die hat auch funktioniert. Wir können alle sehen, wir können die ganzen Vorgänge tatsächlich sehen. Aber wir haben nochmal etwas verfeinert, da möchte ich mich in der Öffentlichkeit aber nicht zu äußern. Verständlicherweise, deshalb nochmal mein Hinweis, seid vorsichtig hier. Oder nicht nur hier, die fahren ja über die Autobahn quer durch Deutschland und sammeln die Sättel dann ein, je nachdem, wo sie gerade sind. Das als aktuelle Nachricht. Könnt ihr auch gerne in die Pferdegruppen verbreiten. Da hinten blinkt es schon. Wir kommen jetzt hier an den Hof an. Und dann geht es nachher wieder los, wie bei der Kölner Demo, dass sich die Äste des Hauptstammes dann zusammenfinden am Hauptstamm. Und dann geht es, denke ich, nach Düsseldorf. Und auch hier habe ich jetzt mit der Planung und so weiter gar nichts zu tun. Da kann ich mich immer wieder nur bei den Leuten bedanken, die hier die Energie reinstecken, um die Demo hier genehmigt zu bekommen. Und ja, danke, danke und nochmals danke. Jetzt ja richtig was getan. Also ich kenne den Hof, hier war ich das letzte Mal vor, weiß ich nicht, genau wie mit dem Schlittschuhlaufen. Motorrad fahren. Das ist hier so meine, ja nicht Jugend, schon ein bisschen nach der Jugend. Ich habe ja hier auch Zucker mit überladen. Beim Lohnunternehmer Nessler. Früher 4 Jahre lang, dann bin ich zum Rhein-Sieg-Kreis gewechselt. Daher kenne ich eben auch ziemlich viele Betriebe oder mich kennen auch sehr viele Betriebe. Da kommen Erinnerungen. Wir reihen uns jetzt hinten an. Rein. Dann gehen wir einfach mal gucken, wo es hier Kaffee gibt. Ich denke auf dem Innenhof. Einen Schluck Wasser trinken. Genau, die Sättel, die haben auch wirklich nur Sättel mitgenommen, die teuer sind. Die haben sich nicht mit Sätteln abgegeben, die im unteren Preissegment liegen. Also die wissen schon ganz genau, was die wollen. Ich bin ja auch ein Glasflaschenverfechter. Sind zwar nicht geeignet für die Mitnahme. So, jetzt nochmal Dingen hier raus. 1500. Also wie viele Leute schauen zu? Ich glaube 382 ist hier angezeigt, aber bei den Temperaturen ist es immer eingefroren hier. Nee, die Anzeige, die funktioniert irgendwie bei den Livestreams nie. Ich weiß also nie, wie viele Leute dabei sind. So, hier sind die Schwarzen. Wir sind jetzt nur. Morgen! Kommt doch rüber! Wir kommen rüber! Ich filme? Ist okay? Was? Darf ich hier filmen bei dir? Ja, bitte. Wenn du möchtest. Dich auch?
positiven Licht. Ja, dann komme ich direkt oben auf der Leinwand, Markus. Echt? Seid ihr wieder live? Ja, wir sind jetzt schon wieder live, wenn deine Verbindung funktioniert. Dann können wir ja drüben quatschen. Schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass du uns eingeladen hast. Dass wir hier sein dürfen überhaupt. Also, wir nehmen jetzt ein Tässchen Kaffee zu uns. Wir gehen mal rüber und schauen einfach mal. Also ich bin hier echt ein bisschen baff, weil, wie gesagt, ich bin hier schon lange nicht mehr gewesen. Obwohl es gar nicht weit weg ist. Ich habe übrigens gegenüber an der Aral-Tankstelle viele, viele Jahre abends kassiert, wenn ich denn Zeit hatte. Sonntagsabends, samstagsabends und bei der Familie Bauer, das waren damals die Pächter, und hab da auch eine gute Zeit gehabt. Ich habe immer viel gearbeitet nebenbei und mein Leben oder meine Träume, wie zum Beispiel ein Motorrad oder Auto und so weiter, damit finanziert. Meine Herren, das ist mal ein Hof hier, ne? Guck mal, kennst du noch? Oh, das kenne ich noch. Aus Bonn von 2019. Den kennen wir aber auch hier. Ja, für dich. Dankeschön, ich habe nämlich meine Weste vergessen. Da oben ist ein Schwalbennest. Ja, da oben sitzen Schwalben, kann man direkt am Boden erkennen. Also nicht jetzt, aber hoffentlich bald wieder. Hör mal, die ist viel zu klein. Wie soll ich in so ein Kinderding hier reinpassen? Moin. Ich bin live am Filmen, ist glaube ich in Ordnung für euch, oder? Für mich ist das in Ordnung. Ja? Dann sag mal kurz, wer du bist, warum du hier bist. Wir fahren mit nach Düsseldorf und wegen der Agrardiesel, Kfz-Steuer und auch wegen dem ganzen alles drum um die ganze Politik, was sie veranstalten. Du bist selber Landwirt? Ja, also keinen eigenen Betrieb, Angestellter. Das heißt, dein Chef hat gesagt, es geht auch um deinen Job, fahr mal mit, oder? Hat er so nicht gesagt, aber ist meine eigene Meinung, dass es ja auch um meinen Job geht, ne? Ja. Da haben wir alle mit zu tun, ne? Ja, genau. Also ich fahre jetzt aber auch nicht nur mit wegen der Landwirtschaft, auch das Ganze drumherum, weil mit der Mehrwertsteuer und alles, da haben wir ja einfach alle mit zu tun, ne? Genau, das habe ich eben auch im Video gesagt, dass wir nicht nur für uns fahren, wir fahren für alle. Genau. Auch wenn der Bauernverband sich da schon mal ein bisschen komisch äußert in irgendwelchen Schriftsätzen, aber ja. Wir oder ich persönlich fahre für wirklich jeden und das macht hier, glaube ich, jeder Kollege. Ja. Ja, also ich war auch sehr beeindruckt in Köln, waren wir auch mitgefahren. Wie viele andere Leute da mitgefahren sind und auch die ganzen Leute, die am Straßenrand standen, die zugejubelt haben und sowas, das war echt Wahnsinn. Ja. Das hätte ich echt nicht mitgerechnet, dass da so viele, auch jetzt auf dem Weg hierher schon, haben auch gewunken. Wieder welche Lichthupe gehupt und sowas und gewunken. Das war schon, ist schon Wahnsinn, was mittlerweile so. Ich hätte damit nicht gerechnet, dass so viele positiv da so drauf reagieren. Da hätte ich auch nicht mitgerechnet. Ja. Wo sind die hin? Nach da hinten irgendwo. Die wollten sich irgendwo treffen. Das ist ja beeindruckend hier. Ich habe jetzt hier mit dem Hof schon lange nichts. Ach, hier ist der Markus Rommerskirchen auch. Das ist ja krass. Ja, ich bin auch das zweite Mal erst hier. Die wollten sich, glaube ich, da oben irgendwo. Aber mir drückt es im Stiefel, weil ich habe hier noch die blöden Kabel drin. Eieiei. Hier ist was verdreht. Deshalb drückt es hier. Das ist ja cool hier. Also ich darf dich filmen? Ja. Bist du hier vom... Ja, Christian Dörsele, mein Name. Ah, okay. Ich mache hier, sag ich mal, Catering und die Verpflegung. Das ist ja geil hier. Wo bin ich denn jetzt? Ich kenne den Hof von früher, vom Rübenladen, aber da sah es hier anders aus. Also vom Lützmannshof, sag ich mal, haben wir hier, sag ich mal, auch mit vom Bereich hier Hundejagdkurs unter anderem, was wir hier den Bereich auch haben. Ansonsten hauptsächlich reiner Ackerbau. Ich hatte jetzt vor 2 Jahren angefangen, mich selbstständig zu machen im Hofladen, dass ich darüber auch teils eigene Tiere halte, Schweine und Geflügel, dass ich, sag ich mal, irgendwo das ein bisschen mehr etablieren kann.
dass man beim Bauern nebenan einkauft, anstatt immer im Supermarkt. Das heißt, du bist ein kreativer Mensch, ne? Und ja. Du hörst dich nicht gerade so an, als wenn du ein dummer Bauer bist, was uns ja auch oft so auferlegt wird. Darf ich mal fragen, was für eine Ausbildung? Du hast eine Ausbildung oder kannst du in die Politik gehen? Tatsächlich, ich habe keine Politik gehen, nur eine Ausbildung. Tatsächlich, ich hatte die kaufmännische Ausbildung gemacht. Da ich Allergiker bin, konnte ich, sag ich mal, das Fachabitur nicht ganz durchziehen mit Landwirtschaft. Das musste ich doch der Hälfte abbrechen. Und ja, hat dann kaufmännische Ausbildung gemacht. Und darüber baue ich jetzt gerade eben die Selbstständigkeit auf. Mit Hofladen, kaufmännischem Bereich, mit Tierhaltung, Marketingbereich. Ja. Das ist so mein Ziel. Also das ist irgendwie so, ich komme hier rein und denke, wow, da hat es einer verstanden, wie man irgendwie mit der Zeit gehen kann, indem man die Scheune hier umwandelt. Hinten ist Markus Rommerskirchen drin, ne? Der ist ja hier unser Elektriker aus Stommeln eigentlich gewesen, aber der ist ja jetzt hier anscheinend angesiedelt. Also ja, den kenne ich schon lange. Also ja, der zieht aber auch bald nochmal um. Ich glaube mal Brauweiler. Also. Das sind noch ein paar Monate da. Ja. Somit aber, nee, haben wir jetzt einen Schreiner aber mit auf dem Hof, einen Ein-Mann-Betrieb, Taxi Kuhn hat hier Stellplätze unter anderem und da haben wir die Scheune hinten mit Wohnmobilen, sag ich mal, Stellplätzen vermietet. Ja. Weil leerstehende Fläche kostet nur Geld. Das ist so der Werdegang, ne? Früher war es hier im Prinzip für Rommerskirchen wahrscheinlich die Lebensmittelquelle, denke ich mal, ist ja kein kleiner Hof. Und mittlerweile geht man dann andere Wege, vermietet. Wird kreativ? Ja, muss mit der Zeit gehen. Das heißt Catering, du kochst selber oder was? Oder? Teils ja, also jetzt mit Veranstaltungen oder so, jetzt in erster Linie zum Beispiel für Moin. Jagdliche Veranstaltungen oder Hundesachen hier in der Bereich. Letztes Jahr das Mittelalterfest veranstaltet hier, so ein mittelalterliches Hoffest. Weihnachtsmarkt hatten wir letztes Jahr mit dir veranstaltet. Dann hatte ich, sag ich mal, eben die ganzen Produkte aus dem Hofladen verwenden können, dass die Leute direkt auch probieren können. Cool. Also ich bin echt beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Und das meine ich wirklich so, wenn ich das sage, ist das so. Dankeschön. Weil ich kenne den Hof eben aus der Rübenladezeit, also während der Uni-Zeit und das ist schon einige Jahre her. Ja. Mittlerweile. Echt krass, die Entwicklung zu sehen. Und das freut mich jedes Mal, wenn man dann einen Hof sieht, der wirklich sich entwickelt hat und mit Sicherheit noch, also ihr könnt ja noch mit Sicherheit mithalten. Selbst wenn ihr jetzt die Steuern zahlen müsstet, weil ihr eben andere Standbeine aufgebaut habt. Ja, mit Partnerschaften, also mit anderen Bauern, da wird man auf jeden Fall noch überbrücken können, aber trotz dessen möchten wir, dass es auch zurückgeht mit diese Rückvergütung im ganzen Programm. Weil naja, wenn du jetzt reinen Ackerbau nur machst, ne, und dir geht ein Monatsgehalt flöten, also das ist schon heftig, ne? Ja, ist, sag ich mal, auch der Hintergedanke mit dem Hofladen, weil wenn, sag ich mal, die Ernte irgendwo ein bisschen schlechter ist, dass man darüber noch ein zweites Standbein aufbauen kann für den Hof. Ja, super interessant. Gerne. Wie war dein Vorname? Christian, okay. Ich hab's ja so mit Namen, ne? Also wahrscheinlich heißt du nachher anders. Das bei mir. Ist kein Problem, da bin ich leider fast identisch. Hier einmal nach oben gehen. Gibt auch Kaffee, Würstchen. Ui, ui, ui. Schauen wir mal, ob wir Dr. Fahrer mit angekommen sind. Vielleicht dabei. Die Treppen sind mir bekannt. Wow. Das ist ja mal eine Scheune hier. Und ein Dachboden. Oh, was ist das denn da? Markus, also falls du dich suchst, ne, wir wissen jetzt immer, wo du bist. Fängt jetzt an zu quietschen wegen der Rückkopplung. Also André, ich bin ganz begeistert, was ihr hier aus dem Hof gemacht habt. Das ist ja krass. Ich kenne das ja nur aus der Rübenladezeit noch von früher. Das ist aber schon länger her. Da hatte die Maus noch hydraulische Hebel, die ich hin und her bewegen musste. Jetzt lachen alle, aber es war so. Ja, ich habe gerade mit deinem Sohn gequatscht. Das ist ja echt Wahnsinn. Krass, krasse Veränderung. Aber in die richtige Richtung, ne? Werden wir schauen, was draus wird. Fährst du mit? Ja. Warum? Was ist genau dein Anliegen? Was möchtest du erreichen? Wir haben ja also gestern schön die Wettbewerbsfähigkeit mit gleichen Standards in Europa und der Welt für die deutsche Landwirtschaft. Ach, das ist aber jetzt unfair, wenn wir nach gleichen Standards produzieren müssten. Weil das gibt es in der Autosindustrie auch nicht. Ne? Die dürfen ja auch hier Euro 1 Autos verkaufen bei den Händlern. Ist natürlich Quatsch, den ich hier erzähle, aber das ist unsere Situation. Wir müssen konkurrieren mit Produkten, die Euro 1 Norm erfüllen, aber wir sollen Euro 6 erfüllen sozusagen, damit es der Zuschauer versteht. Ja, weil wir hier in Deutschland kaum noch Produkte jetzt bekommen. Auch deutsche Lebensmittel im Gemüsebereich werden hier nicht produziert, das schaffen nur noch unsere Nachbarn. Warum ist das denn so? Weil die Kosten hier zu hoch sind. Welche zum Beispiel? Die Lohnkosten sind anders als zum Beispiel in Polen. Dann haben wir jetzt unsere Spritpreise, die jetzt nochmal steigen. Versicherung, Berufsgenossenschaft, das Ganze, was jeden Tag über den Schreibtisch geht. Die
bürokratischen Kosten. Früher habe ich 4 Stunden in der Woche am Schreibtisch gesessen. Jetzt sitze ich 5 Tage 4 Stunden am Schreibtisch. Krass. In der Zeit kann ich nichts mehr produzieren. Ja, da wird gelacht aus den hinteren Reihen. Ist das ein Grüner oder was? Das ist mein Mann. Also, ja, aber trotzdem grün. Nein, ein bisschen Spaß muss ja sein. Aber es ist ja im Prinzip, die EU stelle ich mir als Klassenzimmer vor und in der Klasse sitzen dann die einzelnen Länder und der eine muss am offenen Fenster sitzen bei 8 Grad minus sozusagen. Die anderen sitzen an der Heizung, haben dann normalen Kühlluft. Ne? Also es ist ja irgendwie, das ist diese Ungerechtheit, dass unterschiedliche Produktionsbedingungen herrschen innerhalb der EU und dann sollen wir noch mit dem Weltmarkt konkurrieren. Ne? Und alles kommt hier rein. Also das ist ja auch, ich hatte jetzt gelesen, ja, dann wird eben das Mehl 1 Cent teurer, wenn wir die Subvention nicht mehr kriegen. Haben wir das so zu bestimmen, dass das Mehl 1 Cent teurer wird? Gehst du zum Landhändler und sagst, nö, ich muss jetzt für einen Doppelzent ab 25 Euro haben Weizen. Vielleicht wird das Mehl dann im Geschäft etwas teurer, aber der Landwirt kriegt am Ende nichts davon ab. Ich sehe es eher so, dass Getreide wird ja an der Börse gehandelt zum Beispiel, ja. Ne? Dass man dann da einkaufen muss eben. Also es kann sein, dass dann hier in Düsseldorf ein Schiff anlegt, was zum Beispiel aus, was weiß ich woher kommt, aus welchen Ländern, auf jeden Fall einen weiten Transportweg hatte. Ne? Das, nicht der CO2. Nö, Schweröl ist ja, also die Braunkohlekraftwerke, du siehst sie ja auch hier. Das erinnert mich immer an die Kindheit, wie die jetzt auf einmal wieder am Dampfen sind. Das habe ich früher erlebt als Kind, da hat es aber noch ein bisschen mehr Schwefel dabei und so weiter. Und die Klamotten oder die Fenster waren dann schwarz einmal die Woche. Ja. Das hat sich ja Gott sei Dank geändert, aber ist das denn das ist ja auch der falsche Weg, was gerade läuft, energietechnisch. Wir erleben es ja hier vor der Haustür. Wie? Es ist ja, die Energie, die wir erzeugen, ist ja zum Leben, zum Essen. Und die Energie, die jetzt hier vor der Haustür erzeugt wird, ist ja das, was aus der Steckdose kommt. Und selbst das da sind wir ja auch. Dass uns noch warm bleibt. Aber selbst das ist ja alles widersinnig. Ne? Also das kann man alles nicht mehr verstehen. Ja. Es dreht sich im Kreis. Ne? Ja, aber richtig cool. Also wenn man hier reinkommt, hat man direkt ein Lächeln im Gesicht. Das ist echt Wahnsinn. Was wird hier oben, was findet hier statt? Wir haben von der jachtlichen Seite hier schon mal Veranstaltungen und haben das jetzt auch gerade erst renoviert. Alles weitere werden wir dann sehen. Hier ist es ja relativ warm. Wie schaffst du das? Ah, hier ist eine Wärmepumpe. Hier ist eine Wärmepumpe, genau. Cool, also echt cool. Freut mich. Ja, dann schauen wir mal. Wie ist denn deine Hoffnung? Hast du irgendwie Hoffnung, dass sich was ändert? Erreichen wir was? Ich habe ja gesagt, das Größte, was wir erreicht haben, ist, dass der Lohmeier heute Abend beim Land sitzt. Das ist schon mal sehr gut. Hoffnung sollte man nicht aufgeben, aber die Menschen in Deutschland sind ja doch schon sehr resigniert. Keiner traut sich was, das haben wir ja auch an unserer Presse gesehen, wie schlecht die gemacht worden ist, was da die Bauern dann in Misskredit gebracht werden sollten, was nicht alles geklappt hat. Hat nicht funktioniert, ne? Hat nicht ganz funktioniert. Viele, die sich dann nicht informieren, denken es dann trotzdem. Und sie versuchen es ja auch in vielen Fernsehsendungen immer dann nochmal den Bauern eins auszuwischen. Ja, es kommt immer wieder diese rechte Keule, ne? Ja. Und dass wir uns nicht benehmen, aber gestern hat ja der Chef der Bauern, Polizeigewerkschaft ja. Sich ja mal richtig krass geäußert. Ne? Ja. Also ich dachte, ist das jetzt KI, der da spricht, oder ist er das wirklich selber? Ne? Unglaublich, ne? Ja, bei manchen Sachen muss man dann erstmal gucken, ist das jetzt wirklich, dass der da spricht oder nicht. Irgendwas war auch mal, wo dann nur noch der Ton war, aber das Bild nicht mehr da war, habe ich auch gedacht. Da hat irgendjemand was dran gedreht. Aber es ist wohl echt. Und da kann ich nur sagen, Respekt, weil wir brauchen genau solche Leute, die einfach mal auf den Tisch hauen und sagen, nein, das stimmt nicht und finde ich super. Ich muss das oft erwähnen, wir müssen ein bisschen einschlagen bei den Polizisten. Ja. Wie wäre es denn, wenn du dir mal einen Kaffee holst, bevor es dann nachher losgeht? Ach, ich filme so gerne. Du filmst so gerne. Nein, die Aussagen, wann sehen wir uns denn mal? Ne? Ja. Also es ist ja einfach wichtig, sowas festzuhalten. Und es gucken ja auch viele Leute zu. Das war auch die am Montag hier, einfach, dass man, wenn man mit den Treckern gemeinsam losfährt oder mit den Treckern losfährt, dass man hinterher einen Sammelpunkt hat, wo man sich nochmal unterhalten kann, wo man sich nochmal austauschen kann, wo man, was hat man erlebt, wie ist es angekommen.
dass man sich nochmal Gesicht gegenübersteht und nicht nur noch am Handy. Früher haben wir im Feld, sind wir abgestiegen, haben wir uns unterhalten. Heute winkt man sich oder ruft sich an, alle mit der Freisprechanlage, aber ja, das Gespräch im Feld findet ja kaum noch statt. Wir haben ja eventuell vor, heute Abend Public Viewing zu machen, wir wissen nur nicht wo. Ja, bitte. Ja, wenn Christian dran ist. Ne? Können wir mal überlegen. Weiß ich nicht. Ja. Bringe ich zwei Kästen Bier mit? Ich weiß, wenn du das, müsst du nur lange aufbleiben. Ne? Ein Fässchen. Ui, ein Fässchen. Ja. Ja, hier sind die Profis. Ja, wir müssen ja was für den Gastenabsatz tun. Ne? Ja. Ihr könnt gerne heute Abend kommen. Wir müssen nicht lange aufbleiben. Das ist ja auch, dass ich schon mal ins Bett gehe und die Gäste noch da sind. Ist ja schon da. Moin. Früh aufgestanden heute, hör mal. Ich schwenk mal rüber hier. Ne? Stell dich mal bitte vor, wo kommst du her, wer bist du, warum bist du heute hier? Andreas Bach, komm aus Oberhausen und wir gehen mal was demonstrieren. Wegen der Politik, weil die nicht so ganz läuft, wie wir das wollen. So. Also die Ampel hat einen leichten Defekt sozusagen. Oh, ich glaube, die ist total schaden. Sag mal genau deine Kritikpunkte. Was, ihr seid ja, oder sag mal, was für ein Betrieb ihr Ja, wir haben halt Sonderkultur und einen Ackerbau und bei uns ist halt das Problem. Und ihr macht Bio, ne? Ja, genau, und Bio machen wir auch noch. Ganz wichtig hier an die Leute, die immer jetzt über die konventionellen herhalten und so weiter. Hier ist ein Biobauer. Genau. Und ja, wir sitzen ja alle in einem Boot. Und letztendlich ist es ja, gehen wir auf die Straße, nicht jetzt nur für die Kennzeichen und für den Diesel, sondern halt auch, dass wir alle die gleichen Produktionsbedingungen haben, ne? EU-weit halt. Ne? Dafür gehe ich auf die Straße. Das hat die Andrea auch gerade gesagt. Und ich glaube, das ist was eigentlich ja als Grundvoraussetzung gelten muss für eine EU. Wenn man sich zusammenschließt, muss man ja von vornherein festlegen, dass die Bedingungen gleich sind. Ne? Ja. Und das hat man ja hier geschickt immer wieder umgangen, indem man... Kannst du mal einen Unterschied sagen, einen krassen Unterschied, ja, der euch als Biobauern jetzt belastet? Ja, also das ist halt einfach der Mindestlohn, ne? Der ist halt sehr krass, weil wir sind jetzt bei 12,81 € und drumherum ist halt alles noch auf 6-7 €. Und dann sind wir halt einfach nicht konkurrenzfähig. Weil ihr im Prinzip viele Lohnkosten habt, ja, um eben eure Produkte zu ernten. Stellenweise doppelte an Lohnkosten wie ein anderes Land. Und das funktioniert halt nicht. Da können wir nicht mehr konkurrieren. Wie viel Prozent Lohnkosten sind in der Erdbeerschale? Wow. Ungefähr. Schwer zu sagen, sind ungefähr 60%. 60%? Ja. Wie viele Erdbeerschalen schafft man die Stunde? Also eine gute Frau, die schafft 50. Und der Schnitt 20, also 15 bis 20 Jahre, das schaffen sie nicht mehr. Weil die halt auch, halt dadurch, dass der Mindestlohn ja weg ist oder da ist und der kocht, das gibt es ja nicht mehr. Ne? So, und dann haben die halt einfach keinen Anreiz mehr, auch mehr zu leisten. Und dann sagen die halt, ja, brauche ich auch nur eine Kiste zu pflücken. Ne? Und das funktioniert halt nicht. Wenn man jetzt mal überlegt, so eine Sportbarbie, wie ich sie immer nenne, die sehen alle schön aus, aber die pflückt dann eine Kiste in der Stunde. Ne? Das ist also da, ne? Die Leute sind da, die das nur schaffen, eine Kiste. Dann heißt das ja, dass eine Schale schon 1,28 € an Pflücklohn ist. Nur damit die das in die Schale legt. Dann ist sie noch nicht im Hofladen, die Kiste. Die ist noch nicht gedüngt worden, die ist noch nicht bewässert worden und. Ne? Also ich bin gerade echt ein bisschen schockiert, weil wenn ich jetzt vergleiche, du sagst in Polen 6 €, hier sind wir bei 12 € noch was. 60% am Schälchen macht der Lohn aus. Das heißt, der Pole, das polnische Schälchen ist per se schon 30% günstiger. Das ist krass. Ja, aber es ist so. Also deshalb haben wir ja auch unsere Produktion komplett zurückgeschraubt, weil das halt nicht geht, ne? Aber wenn wir doch alles in Deutschland zurückschrauben? Ja, dann haben wir keine heimischen Produkte mehr. Aber das ist ja alles gar kein Problem. Solange das Regal voll ist, fällt das ja nicht auf. Die Leute sagen halt immer, sie legen da Wert drauf auf heimische Ware, aber letztendlich, die kaufen ja nur das, was da ist. Ja, zum Teil wird ja auch gar nicht heimische Ware angeboten. Nee, weil sie ja auch nicht da ist. Also das ist halt, wenn ein Angebot nicht mehr da ist, das kommt nicht mehr wieder. Ein Beispiel, mein Freund, der hat vor 2 Jahren mit Kohl, der hat viel Kohl produziert für den Frischmarkt, also für die Discounter und so. Ja, der hat aufgehört, die Ware kommt ja nicht mehr wieder, es fängt ja kein neuer an. Bei diesen Produktionsbedingungen, die wir haben. Es ist ja auch, wenn man mit so einer Produktion anfangen möchte, da muss man erstmal Geld in die Hand nehmen. Ne? Genau. Und das Geld ist teuer geworden. Wir liegen jetzt bei einem Zinssatz, wenn du Landmaschinen kaufst, irgendwo zwischen 5 und 7%, ja, schätze ich mal. Ja.
Den ja, das ist ja noch das eine. Ne? Das, also, aber das Hauptproblem ist ja, du musst den Unterkünfte schaffen, den Mindestlohn. Du musst Leute kriegen, die das machen wollen, ne? Die auch gut sind. Das, also, da kannst du nicht mal eben, dass wenn du als Ackerbauer sagst, okay, ich mache jetzt einfach, ich kaufe einen neuen Mähdrescher oder einen neuen Trecker. Dann gehst du zur Bank, entweder du kriegst das Geld oder nicht. Ne? So. Aber wir können ja nicht einfach so mal, kannst nicht einfach mal anfangen, du kriegst gar kein Personal dafür. Das ist ja auch das Krasse, wenn wir was kaufen wollen. Es geht ja nur noch mit der Bank. Genau. Und mein Vater ist früher tatsächlich mit Bargeld zum Landmaschinenhändler gefahren, hat den Traktor bezahlt. Und wenn er es nicht konnte, hat er eben keinen Traktor gekauft. Ne? Als wir das erste Mal einen Fendt gekauft haben, das war 2004. Da war mein Vater natürlich am Moppern, war Fendt so teuer und hin und her, vorher immer ERC. Ja. Papa, normale Leute nehmen den Kredit auf. Nein, wir nehmen keinen Kredit auf. Und dann haben wir einen Kredit. Ne? Tatsächlich, also wir haben den finanziert, ne, um es mal so auszudrücken. Das kannte mein Vater gar nicht. Der Landwirtschaft ging es mal so gut, dass wir einen Traktor bar bezahlen konnten. Und stell dir mal vor, was jetzt gerade läuft. Ne? Das ist also 80%, würde ich mal behaupten, ist nichts bezahlt. Weiß ich keiner woher. Ja. Und letztendlich können wir froh sein, dass die Banken das so mitmachen. Sonst würden ja auch viele Betriebe gar nicht mehr produzieren können. Ne? Ja, gut. Und wir sind alles Idealisten, ne? Das muss man halt auch so sagen. Das, ja, sonst das würden wir es nicht machen. Ja. Es gibt einfachere Jobs. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also als ich hier gegenüber an der Aral-Tankstelle gearbeitet habe, da hat es einen ruhigen Job eigentlich. Ja. Ne? Da war mal Weihnachten war viel los oder Silvester dann irgendwann und so, ne? Weil die Leute irgendwo anders einkaufen konnten. Aber, ja, und ich muss halt so sagen, wenn du überlegst, ein Handwerker, der Fliesenleger, der ist mit 10.000 Euro ist ja am Start. Fangt er an, Geld zu verdienen. Weil mehr wird, der kauft sich ein Auto, einen kleinen Kombi da oder so, ein bisschen Werkzeug und dann fängt er an zu arbeiten und verdient Geld. Wir können das ja gar nicht so. Also es ist ja über Generationen gewachsen. Wenn du kein Land hast, keine Maschine hast, und das ist ja alles hohe Investitionen. Und was für mich halt auch noch auf dem Magen liegt, ist halt diese 4%-Regelung. Ne? Das ist, ich vergleiche das immer mit einem Mensch, der viele Wohnungen hat. Ja, der hat jetzt, sag ich mal, 20 Wohnungen und eben sagt er, pass mal auf, du hast 20 Wohnungen, eine lässt du leer stehen, weil du hast ja schon 20. Ja. Ja, das ist ja auch eine... Das ist eine Enteignung. Für mich ist das eine Enteignung. Ein Griff ins Portemonnaie von uns sozusagen. Genau. Ja. Ja. Also super erklärt. Danke. Das sind immer so verständliche Beispiele, sag ich mal, die du jetzt auch gesagt hast. Weil ihr habt damit zu tun, ihr habt die Erdbeeren, ihr habt die Hofläden, ihr habt Hühner, ihr habt ja alles. Ihr geht ja komplett. Ja, weil wir uns halt versuchen, breitbeinig aufzustellen, um halt irgendwie Geld zu akquirieren. Ne? Das ist ja das Problem, wir stellen uns breitbeinig auf und dann tritt uns einer in die. Ah, ja. Ne? Ja. Wie bei den Hühnern. Ja, ist schwierig. Ja. Ja, da hoffen wir mal, dass heute wieder besser wird. Aber es ist ja, also ich habe eben gesagt, ich gehe ja nicht nur für uns heute demonstrieren. Nein. Es ist ja egal, mit wem du redest, jeder hat die Faxendicke. Jeder. Ich gehe im Privatbereich, da viele, die haben mit der Landwirtschaft nichts zu tun. Da will keiner mehr das mitmachen hier. Aber sie haben auch Angst oder auch nicht die Möglichkeit, so auf die Straße zu gehen, wie wir Landwirte. Ne? Ja, aber in Deutschland ist es auch, glaube ich, es sind viele bequem. Ne? Ja, und auch viele mit schnell mit was zufrieden. Ne? Ich sage mal immer so, die Leute, die haben früher 3 Kilo Spargel gekauft, ne? So, und die kaufen jetzt 1 Kilo Spargel und dann sagen sie, ach komm, ja, uns geht es ja noch nicht ganz schlecht, wir kaufen ja noch 1 Kilo Spargel. So. Ja. So will ich das mal. Aber das macht einem Angst, ne? Ja, das ist so. Ja, ich kann mich nur bedanken für deine klaren Worte, weil die auch klar verständlich sind, ne? Wie immer. Und wir sind ja Leute der klaren Worte. Wir können ja nur klar reden. Wir haben mit der Natur zu tun. Wir können uns nichts erfuschen oder irgendwas. Wenn es regnet, wenn die Ernte Schrott ist, ist es Schrott. Da kannst du schön reden, wie du willst. Das ist auch so mit den Kontrollen. Bei uns kann jeder kommen. Jeder kann uns kontrollieren. Ne? Moin. Die können uns kontrollieren und dann, wir haben nichts zu verbergen. Ne?
Ja. Aber wir werden immer so dahingestellt. Ne? Wir haben ja einen offenen Arbeitsplatz. Ne? Ja, genau. Ich wüsste mal gerne, wie das ist, wenn du bei anderen Leuten so auf dem Arbeitsplatz den ganzen Tag gucken kannst. Ne? Ja, also wenn sie mit dem Handy am Datteln sind oder sich irgendwelche Filmchen angucken am Rechner in ihrer Arbeitszeit. Bei uns kann man jederzeit, jede Sekunde 24/7 auf dem Arbeitsplatz gucken, auf den Acker, was wir machen, was wir tun. Und wir werden ja mittlerweile Satelliten überwacht, muss man auch dazu sagen. Genau, ne? Genau. Also Stasi-Methoden hier vom Allerfeinsten. Wir sind halt da. Ne? Sind halt da, ne? Ja. Danke dir. Zieh dir erstmal einen Kaffee, dass du wach wirst. Ne? Moin. Morgen. Hi. Ich bin ein bisschen am Filmen, das ist für euch okay, ne? Komm mal mit klar. Ihr werdet auch direkt übertragen. Ne? Wer nicht übertragen. Wer möchte sich denn mal äußern von den jüngeren Leuten hier? Nein, besser nein. Nein? Da, die jungen Herren da hinten. Nee, die sind zu alt. Die sind zu alt. Ich glaube, die sind jünger als ich. Ich fand da mal ein bisschen rum. Herr Marc, ist das schon mitgekommen? Die Presse hat geschrieben, dass pro Parteizentrale wohl nur um die 50 Trecker gerechnet wird. Aber wenn ich mich jetzt hier so schon so umgucke mit dem, was unterwegs ist, haben die, glaube ich, wohl eine Null vergessen. Ja, in Köln haben sie auch eine Null vergessen. Ja? Ich glaube, da haben sie nicht nur eine Null vergessen. Aber was da abging, wir standen ja bis 16.30 Uhr, das ist der letzte Trecker eingefahren am Ende am Stadion. Also wir standen noch bis 16.30 Uhr, bis ich mich dann auf den Weg machen konnte, euch einzufangen, wo ihr unterwegs seid. Das war Jenseits. Hast du denn mal mitgekriegt, wie viele Trecker jetzt wirklich da waren oder ich hab Teilnehmer? Mit dem gesprochen, der wartet jetzt auch noch auf seine Zahlen, die sind noch überall am Zählen in den Videos. Also irgendwas um die 1000, 1500, wie damals total mit nicht dazu müssen das definitiv gewesen sein. Also wo du mit deinen Treckern weg warst, eine halbe Stunde danach kam die Polizei und sagte, das Ende ist so langsam in Sicht einer Severinsbrücke. So langsam in Sicht. Und die sind in zwei, drei Spuren gefahren und allem. Ja. Es war gigantisch. Autokrane waren dabei. Da war ja wirklich, also alles, was irgendwie... Keine Ahnung, wie alle herkamen. Du hast ja mit vielen Leuten auch Kontakt, weil du eben sozusagen, so wie ich, so immer nebenbei läufst. Überall und nirgendwo. Wie war denn so dein Eindruck bei der Polizei? Ich kann dir zu Aachen sprechen, wo ich ja selber den Zug organisiert habe, durch Aachen auf den Ring unterwegs, Pariser Ring. Die Polizei war mehr als positiv gestimmt. Also die sagten auch, kriegen wir hin, machen wir. Wir hatten am Anfang auch Chaos, die haben sich überall da eingesetzt, zugemacht. Die Polizisten sind immer wieder für uns rausgeschoben, haben die Straße gefährt, haben mit den Autofahrern diskutiert, dass die stehen zu bleiben haben. Also wirklich, die sind mit mehreren Autos, mit Motorradfahrern. Also wir hatten bei uns zwei Mopedfahrer, die waren von morgens 5:30 bis auch 14, 15 Uhr da bei uns in Aachen nur auf dem Moped unterwegs, um die Straße zu sperren. In Köln überall, also es war wirklich... Bombe. Ich habe mit Philipp gesprochen, aber auch mit den anderen Fahrern. Also, es war der Hammer. Die haben für uns, mit uns. Ja, wenn ein Trecker irgendwo feststand oder ein Autofahrer blockiert hat, ja, dann wurde er auf Seite geschafft von der Polizei und wir konnten frei ziehen. Ich sagte, ihr habt recht, es muss was passieren und ja, ihr habt die Mittel dazu, weil es gibt ein Video auch im Netz mit einem Caddy, sag ich jetzt mal, wo der versucht, einen Treckersperre aufzuziehen und macht eine Abschnittsteilung. Ja, das war sehr lustig. Ich habe es auch mal geteilt, obwohl es ja eigentlich ein böses Video ist, aber da muss man einfach mal auch, der könnte Politiker werden, glaube ich. Ja, ne? Also den Humor dabei zu denken, man kriegt so ein Ding weg, weil man jetzt der Meinung ist, man muss da durch. Also wenn ich jetzt hier was über Politiker sage, bitte, ich meine natürlich nicht jeden Politiker damit. Ich kenne viele Politiker, die haben es drauf. Definitiv. Aber leider das Dreigestirn, da muss ich sagen, ja, das müsste eigentlich dann mal wechseln. Ne? Ist ja eigentlich auch Sessionsende. So ein bisschen die Resonanz da. Bisher, Polizei, auch vom Rettungsdienst. Ich kenne auch viele noch durchs Ahrtal und auch durch Freundeskreis im Rettungsdienst. Die haben alle gesagt, selbst wenn wir ohne Einsatz an euch vorbeikamen, so zack, direkt freigemacht, dass wir zur Wache zurück konnten. Wir haben nie gewartet, es war immer direkt, es kam RTW, es sind alle auf Seite. Auch in Aachen hatten wir zwei Einsätze mit dem RTW. Das kam von hinten, war schlagartig und aufgehört zu hupen. Es sind alle direkt auf Seite gefahren, der konnte so durchziehen, ohne Wenn und Aber. Und das sieht auch auf allen Videos, mit allen den Sprechern, mit den Feuerwehren, auch aus anderen Ecken. Also das läuft wirklich super. Und ja, also das ist genau das, was wir brauchen, weil wir sind nicht die Halbwirren, sondern wir sind die miteinander. Ja. Zur Feuerwehr muss ich auch noch gleich was loswerden. Ich weiß nicht, lasse ich jetzt weiter live laufen oder muss ich gleich... Weil das müsst ihr der Feuerwache 1 hier stecken, was ich jetzt sage. Weil ich bin an der Feuerwache 1 zweimal vorbeigekommen mit dem Fahrrad. Und beim zweiten Mal, da war ich dann wieder auf der Severinsbrücke, wollte zurück zum Neumarkt. Die ist im Prinzip da, wo genau, von Pico und Kloppenburg diese halbe Ei da genau steht.
Und da standen die auch wieder draußen. Ich stand beim ersten Mal draußen, beim zweiten Mal stand die auch draußen. Und dann wollten sie, ey Markus, ne? Hab ich dann angehalten, zurück. Weil ich, ja, gucken gerade dein Video und haben wir gequatscht. Und jetzt kommt mein Geheimtipp für die Kölnerinnen. Wenn ihr mal Atemnot habt, bleibt vor Feuerwache 1 stehen. Macht euch bemerkbar. Also die Jungs, die hätten bei Backdraft mit spielen können, bei dem Film oder wie hieß der, ich weiß nicht mehr. Unglaublich, ne? Und so nett, freundlich, also Wahnsinn, ich muss sagen. Und die waren auch voll begeistert. Und hier nochmal das dicke Lob und das fette Lob an die Feuerwehren und an alle Hilfs- und Rettungsdienste. Ihr seid der Hammer. Und nochmal an Feuerwache 1, das gilt jetzt wirklich an euch. Ich weiß nicht, warum ihr genau auf die 1 gesetzt wurdet, mitten in der Stadt, aber ich kann es mir denken. Bessere Werbung gibt es nicht für die Freiwillige, Berufsfeuerwehr, aber auch für die Freiwillige Feuerwehr. Also die Jungs, muss ich schon sagen, Augenweide. Und ich bin nicht schwul, das muss ich dazu sagen. Es ist zwar da, dass so die Ecke in Köln, ne, wo es so... wir sind ja offen für alles, ja. Und, aber meine Herren, das muss ich mal hier loswerden. Ne? Hast du heute Morgen noch gesehen, wo wir gefahren sind, durch Stommeln war das, mit dem Polizisten, der an der Schule aufgepasst hat, das mit den Zebrastreifen an? Ja. Der hat ja auch direkt gewunken und ja, allem. Und ja. Du kennst dich, glaube ich, auch durch die Lichterfahrten, ne? Ja, genau. Also, wir kennen uns ja hier alle irgendwie, ne? Und ich habe noch nie was Negatives mitgekriegt, noch nie, ne? Ich glaube, wir sind mittlerweile immer bei 50, 60 Stecker, allein schon jetzt hier bei uns, also... Moin. Ja. Die haben nicht nur eine Null vergessen in Düsseldorf für heute. Ich bin am Filmen, ist okay für euch, ja? Markus, ich glaube, wir können das nachher wieder wie in Köln machen. Dass du wieder Beifahrer wirst, damit du rauskommst. Nee, alles gut. Ich fahre heute mal selber. Oh! Ich komme ja aus der Übung raus hier mal. Ist zu kalt geworden. Aber guck mal, da bist du im Fernsehen da hinten. Ja, normalerweise haben wir dich immer auf dem Live-Video gesucht, wo du bist in Köln. Aber jetzt da ist er. Wissen wir ja, wo du bist. Ja, ich war mal hier und mal da, ne? Ja, definitiv. Aber hier, die Weste, das ist Kindergröße. Passt nicht. Also wirklich, wie kann man sowas anziehen? Ja, gibt halt Leute, die sind schmaler, ne? Das ist ja körperbetont, hör mal. Aber danke, dass du an mich gedacht hast. Ach, alles immer dabei. Ja, wen darf ich denn hier mal interviewen? Oder soll ich gar nicht fragen? Ich frage gar nicht. Sag mal bitte, wer du bist, wo du herkommst, warum du heute? Thorsten Reinhold vom Erdbeerhof Reuter aus Griffenbruch-Münchrath. Und wir sind auch dabei, ne? Wir müssen ja zusammenhalten. Auf jeden Fall. Wo kommt die Solidarität her? Warum bist du mit dabei? Warum betrifft es dich konkret? Ja, die heimische Landwirtschaft, ne? Also ohne uns läuft nichts. Wir füllen die Geschäfte, wir beliefern selber Supermärkte mit Kartoffeln, saisonale Produkte wie Erdbeeren. Und wenn das wegfällt, können wir den Laden zumachen. Deswegen, das heißt, die Produktionsbedingungen werden ja immer schlechter. Das heißt, die Produktionsfaktoren werden immer teurer, ne? Ja. Da steht, habe ich gerade eben gehört, zum Beispiel in Polen, der Mindestlohn ist dann 6 Euro, zum Beispiel für einen Erdbeerpflücker. Und hier ist er dann bei 12 Euro noch was. Aber in Polen, glaube ich, habe ich auch andere Preise gehört, die noch niedriger sind. Aber ich will mich da jetzt nicht zu äußern. Aber bei uns ist es halt der Faktor, das Finanzielle. Und wenn wir noch mehr geschrubbt werden, können wir halt zumachen. Und deswegen müssen wir jetzt zusammenhalten an einem Strang ziehen. Super. Und wie werdet ihr von den Märkten unter Druck gesetzt? Müsst ihr... Heißt es wenn, dann oder entweder halt, oder? Wie? Wir sind ein kleiner Familienbetrieb, ne? Und wenn wir den Kurs nicht mitgehen, dann sagen die der Nächste bitte. Was ist denn das Schlimmste, was bis jetzt passiert ist, wo der Kurs nicht mitgegangen werden konnte? Zum Glück hatten wir den Fall noch nicht. Also ihr habt euch immer geeinigt bis jetzt? Bisher konnten wir uns immer noch einigen, ja. Aber wir wollen dem halt vorbeugen. Seid ihr denn dann mit fairen Händlern sozusagen oder Handelnden immer? Ja. Also ist so ein Geben und ein Nehmen. Genau, noch ist es alles fair und noch finden wir da immer eine gemeinsame Lösung. Und wir hoffen, dass es auch so bleibt. Aber ich stelle mir so vor, wenn jetzt der, sagen wir mal, der Rewe-Markt neben dem Nettomarkt ist und der Rewe-Markt ist zu euch fair, aber der Nettomarkt holt dann seine Klamotten, was weiß ich, aus dem Ausland, dann könnte der Rewe-Markt, der gerät ja unter Druck. Ne? Wenn dann auf einmal keine Erdbeeren mehr beim Rewe gekauft werden, sondern nebenan beim Netto, dann muss ja auch eine Anpassung stattfinden. Das heißt, das muss an euch weitergegeben werden. Anders geht es ja nicht. Ne? Also ich möchte jetzt hier nichts schwarz malen. Ich wollte nur mal ein Szenario aufführen. Ne? Nee, gut, dann Kaffee trinken und dann geht's gleich los. Ne? Herr Struve. Jawohl.
live und in Farbe. Jawohl. Stell dich mal kurz vor, bitte. Ja, ich bin Tim Strube, komme aus Sommerskirchen, vom Ackerbaubetrieb, Schweinemast und vom Strohhandel mit der Pferde. Genau, und ich bin eigentlich heute hier, um für Gemeinsamkeit der Bauern zum Ausdruck zu bringen und gegen die geplanten Gesetze zu demonstrieren. Das heißt, mit Schweinen habt ihr es aber auch nicht so einfach dann, ne? Nee, genau, es ist immer ein sehr schwieriger Markt mit den Schweinen, viele Gesetzesänderungen und sehr schwankende Preise. Allein durch die Mauterhöhung jetzt kostet uns ein Schwein abzuholen 1,50 Euro mehr. Haben wir dann halt wieder an Unkosten mehr. Und, das heißt, die Produktionsbedingungen sind wieder schlechter, genau, im Vergleich zum Nachbarland, weil die Mauterhöhung nicht haben? Genau. Oder wie genau, es kommt bei der Abholung, Lieferung der Ferkel und beim Kriegen Futter geliefert jede Woche. Da kommt auch eine Erhöhung drauf. Ja, also haben wir wieder einen kräftigen Nachteil dadurch im Vergleich zu den Nachbarländern. Habt ihr denn die Möglichkeit, eure Schweine dann auch teurer zu verkaufen oder seid ihr völlig abhängig vom Markt? Der Markt ist komplett gebunden. Einmal die Woche, jeden Mittwoch kommt ein neuer Preis raus. Einige Schlachthöfe probieren den noch zu unterbieten mit eigenen Hauspreisen. Das ist der große Konzern in Reda Wiedenbrück, der ist der marktführend dabei. Da liefern wir aber nicht hin. Aber der Markt ist halt, wir können nicht sagen, hier wir haben mehr Unkosten, wir brauchen jetzt 5 Cent Kilo mehr. Das ist einfach nicht möglich. Also ihr müsst das aus der eigenen Tasche bezahlen, genau, sozusagen. Das ist ja das, was ich auch sage, ne? Weil dann heißt es ja, dann werden eure Produkte einfach teurer und dann ist es so. Nein, wir müssen ja konkurrieren mit Ländern, mit Nachbarländern, wo wir eben diese Regelungen nicht haben, die jetzt auf uns zukommen wieder. Genau, ne? Das ist ja jetzt genau wie mit der Diesel- und Steuersache. Wir können ja nicht einfach sagen, wie von den manchen Politikern gefordert, ernten so einfach eine Tonne Weizen mehr. Nee, geht ja nicht. Das würden wir jetzt auch machen. Wir können hier nicht einfach sagen, auch von heute auf morgen können wir einfach mehr ernten, da wären wir jetzt schon dabei. Aber wir können ja nicht so einfach die Unkosten dann an andere weitergeben, weil das ist ein Weltmarkt, der Weizenhandel. Und da interessiert mich, ob in Deutschland jetzt ein bisschen mehr Dieselsteuer draufkommt und die Trecker versteuert werden müssen. Nee, das ist ein Weltmarkt, der ist einfach gebunden dann. Ne? Aber das ist ja eigentlich eine ziemliche Schweinerei, weil... Genau. Die deutsche Regierung ja eigentlich ihre deutschen Landwirte ausbluten lässt sozusagen, genau, und sie haben es selber, ja, sie haben selber das Messer angesetzt sozusagen. Genau. Ne? Und im Endeffekt, in meinen Augen, ist die Regierung im Moment gegen uns anstatt für uns und will uns im Endeffekt ein bisschen kurz oder lang platt machen. Also was jetzt kommt, ist ein kleiner Spaß, aber ich muss ja jetzt nach oben filmen. Bist du so ein radikalisierter Landwirt, der gleich mal richtig auf die Kacke haut in Düsseldorf? Nee, auf keinen Fall. Wir sind am Montag ja auch zivilisiert gefahren, haben die B59 ein bisschen lahmgelegt und haben aber keine Straßensperrung oder sonstiges eingerichtet, haben den Verkehr danach wieder freigegeben und haben hier alles eigentlich sehr gute Resonanz bekommen. Der ein oder andere ist natürlich dabei, der das nicht so gut findet, aber die hat man halt überall. Aber ich denke, am Montag haben die meisten normalen Bürger, die jetzt nicht so viel mit Landwirtschaft im Endeffekt zu tun haben, nicht so die Medien verfolgen, verstanden, was wir vorhatten. Ja. Genau. Also hier steht der Tim Strube vor mir. Er hätte das Potenzial, gleich alles kurz und klein zu schlagen in Düsseldorf. Ist aber ein absolut friedlicher Mensch und das sind wir alle. Und deshalb, liebe Düsseldorfer, es ist für mich eine Überwindung, gleich zu euch zu fahren, aber ich mache es. Ne? Für mich auch, ja, auf jeden Fall. Ja, bei euch ist so ein bisschen die Grenze, ne? Ja. Da hinter euch geht dann eher Altbier los, ja, irgendwann. Genau. Ne? Wir sind noch völliger Kölschling. Ja, und danach kommen dann die Gladbacher, ja, Fahnen auch. Wird, ne? Ganz schwierig, ja. Komm, wird schwierig. Raus. Schwierig ist das. Also wir sind hier in einem Grenzgebiet, sage ich mal. Echt schwierig. Ja, danke dir, Tim. Jawohl, ne? Gerne. Ja, ich glaube, ich ziehe mir auch noch schnell einen Kaffee und dann... weiß ich nicht. Ich quatsche ja so gerne, aber ich habe. Das Schlimmste, was mir passiert ist heute, ist, ich wollte eigentlich ein paar Kamelchen mitnehmen für meine Stimme, greife in meine Tasche und finde nur Hundefutter für Paul Herrmann und hier ein offenes Kamelchen und da ist noch ein zu ist. Und Beate sagte gestern, nimm mal Hundefutter mit, dann hört der besser. Versuch ist auch gescheitert, hat nicht gehört. Ich musste gestern Paulchen suchen. Ich hatte ihn aus Versehen im Kuhstall eingeschlossen, bis ich den gefunden hatte. Und der macht sich auch nicht bemerkt, weil der macht sich da einen Spaß draus. Der weiß, der Alte läuft da draußen rum und ruft die ganze Zeit. Und ich bleib mal ruhig hier sitzen. Ich muss mir den erziehen. Ja, hat wieder hingehauen. Ja, ich würde sagen, ich film noch mal von hier oben. Also meine rechte Hand ist jetzt auch ein bisschen kalt. Ich wechsle mal auf links. Aber ich will eigentlich gar nicht auflegen. Was machen wir denn jetzt?
Was machen wir denn jetzt? Wann geht's denn los, Andrea? 9. 9 Uhr? Ja. Wie viel haben wir denn? Ich kann das gar nicht sehen hier. 10 vor. 10 vor 9 geht's los. Also ich würde dann jetzt eine kurze Pause machen, trinke mir einen Kaffee und dann könnt ihr gleich nach 9 Uhr wieder mit dabei sein. Live und in Farbe hier vom Protestzug, vom Demozug Richtung Düsseldorf zum Landtag. Oder? Ich muss nochmal, fahren wir zum Landtag oder zu den Parteizentralen? Ich würde gerne zu den Grünen fahren, ja, wenn das so ist. Ja, ja, die Adressen stehen ja drin, ne? Wohin wir fahren. Wo fahren wir denn hin? Wir fahren ja geschlossen, denke ich mal, oder? Ich muss jetzt mal auflegen, weil jetzt kommt vielleicht noch eine Überraschung, die ihr aber dann gleich jetzt sehen könnt. Bis später. Tschüss.